So, da bin ich wieder. Jetzt hat sich die Xbox wieder aufgehängt. Also, sie läuft wieder. Ey, gerade kam wieder die scheiß Anfangssequenz vom Anfang des kompletten Kapitels. Habe ich schon gedacht, Alter, muss ich jetzt den ganzen Dreck nochmal machen. Hallo? Geht doch. Geht doch. Oh Gott, dieses Brummen, das ist so ein Scheiß. Oh, es war ein Sniper 100 Pro. Bam. What the fuck? Stirb. Schade, passiert nichts. War es kein Kill durch die Explosion? Willst du mich verarschen? So. Wo ist da noch einer? Alles klar, Wrecker! Noch irgendwo einer. Wo schießt der denn hin? Ah, da oben ist noch einer. Deswegen. Okay, die Claymore habe ich mitgenommen. So, jetzt schön in die Gondel. Hallo, hallo. Wer macht die auf? Okay. Ist natürlich schon geil so an sich. Auch Teil des Plans! Heli! In Deckung!
Oh, das ist so eine Verarsche. Ich konnte nicht durchschießen, weil das Spiel nicht will, dass man da durch... Ey, das ist doch voll von Arsch. Für was habe ich denn einen Raketen... einen Granatwerfer dabei? Okay, Dima scheint dann tot zu sein. Oder Dima, Dima, keine Ahnung. Ich bin am Leben. Doch sie ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Dann macht mal hinne. Oder, ah, okay, es fängt ein neues Kapitel an. Na dann. Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns Suez nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tombstone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Okay. Damit beginnt dann Kapitel 6. Und wir irren hier durch die Kälte. Aber hätten wir nicht einfach zur Station gehen können, wo wir, wo... Das ist diese andere Station. Diese Seilbahnstation unten am Ende des Berges. Da dürfte man doch auch gut hinkommen. Oder laufen wir da jetzt einfach querfeldein? Okay. 2 Tage durch die Kälte geirrt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mission in Bad Company 2, wo man so von Haus zu Haus rennen musste. Soll ich lieber fahren, Iris? Um nicht zu erfrieren, weil es so eiskalt war. Ich komme hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Ist das weit bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über mich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Okay. Ich habe Ginger meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kam Chester und brannten ihr Dorf nieder. Sie haben alle getötet. Danke. Wow. Diesmal muss ich sagen, das wusste ich nicht. Pass auf, Herr, es tut mir leid, okay? Vertrauen verliebt man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Wow, wir wurden nicht weggerammt. Russen! Haben wir uns gesehen? Ganz ruhig. Ich bin sicher. Das nennst du sicher, Helena? Wir müssen hier raus. Es sind so viele, verdammt. Leise, Marie! Komm, los, los, los! Bewegung! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben 3 Minuten. Was ist das? Observationsposten? Ja. Kommt jetzt, Leute. Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad. 7. Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker, Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst. Eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich. Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt.
Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist ein Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Ach, ihr. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Oh Mann. Okay, muss ich aufmachen oder wer macht auf? Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Ja, jetzt kann ich öffnen. Okay, nee, kein Bock auf die Scar Age. Ich denke, ich nehme wieder die Grad, die Kombination, die ich hatte. Ach so, das sind Sturmgewehre und das... Ah, okay, ich nehme mal die AUG. Was hatten die? Die hatten Holo-Visier, Cobra-Visier, Reflex-Visier... Holo oder... Nicht, ja, doch, Holo. Und hier nehme ich doch mal wieder die Sniper. Die hat echt sich gut gebockt, ey. Die war richtig geil, wenn das die ist. Oh Mann, jetzt ist es auf der anderen Seite. Und ich komme hier nicht vorbei. C4 und aufs zweite haue ich mir Minen. Halt nicht treffe. Nein! Ficken! Ich frage mich, wer mich da gesehen hat, ey. Und ich bräuchte definitiv einen Schalldämpfer. Aber nein. Den Oval 9000 Schalldämpfer gibt's ja hier nicht. So, Scar Age habe ich keinen Bock drauf. Die ist mir zu... Ja, keine Ahnung. Die ist zu ungenau irgendwie. Macht aber einen guten Schaden. Halt, nein. Da, C4. Da, Mine. Alter, die verzieht man ja gar nicht. Das ist ja geil. Alter, die hat ja jetzt... Wow. Die hat ja gerade fast keinen Schaden gemacht. Oh, lass mich, geh weg. Scheiß Granate. Ey, wie ich halt nicht treffe mit der Sniper. Die wollen anscheinend nicht, dass man hier snipert, ey. Weg mit dir. Weg mit dir.
Da ist er. Komm, komm her. So ein Granätchen. Dann wird er schon still sein, ja. Na? Die kleinen Wichskinder. Ey, fick dich. Ey, hallo? Die war doch da drin. Ey, Mann. Irgendwie ist das Spiel noch ganz schön verbuggt, ey. So, einmal hänge ich irgendwo dazwischen drin fest, ein anderes Mal sterbe ich irgendwie, weil die Granate nicht richtig ankommt. Das nächste Mal hängt sich das Spiel zum 10. Mal auf.